Hallo, wenn du wissen möchtest, was ich die letzten Monate, 2 Monate aufgebraucht habe, und zwar in dekorative Kosmetik, dann bleib doch einfach dran. Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani. Heute zeige ich euch, was ich an dekorativer Kosmetik aussortiert und auch aufgebraucht habe. Legen wir jetzt einfach mal los. Fangen wir einfach an mit der Mascara. Und zwar habe ich hier, ich weiß gar nicht, wie man die nennt, die Express Control. Da habe ich auch eine Review drüber gemacht. Das soll angeblich eine der besten Mascaras sein. Und das Video kann ich euch gerne nochmal hier verlinken, in der Infobox oder im i. Ich werde sie aussortieren, weil ich sie jetzt nicht so dolle fand. Und sie liegt auch schon ein bisschen länger bei mir. Ich brauche sie einfach nicht und deswegen kommt sie weg. Dann habe ich noch eine Mascara von Revlon. Ich mag die Marke Revlon nicht so gerne. Das ist die Ultimate All-in-One. Da bin ich auch nicht so gut mit klargekommen mit dem Bürstchen. Das ist so ein kleineres Bürstchen und irgendwie kommt da zu viel Produkt raus und irgendwie kann ich das nicht so gut auf meinen Wimpern verteilen und was sollte denn bei mir noch rumliegen und deswegen kommt sie weg. Von Boho Green, auch eine Mascara, die duftet halt nicht mehr so gut. Ich fand sie nicht schlecht, das ist ja auch eine Naturkosmetikmarke, Volume and Green. Das hat so ein Bürstchen, also ein längeres Bürstchen und ja, ich bin damit ganz gut klargekommen, aber wie gesagt, die riecht nicht mehr so gut. Deswegen kommt sie. Dann habe ich noch eine Naturkosmetikmarke und zwar von Alterra. Welche ist das? Black Intense Volume Mascara. Und das Bürstchen mochte ich jetzt nicht so gerne, weil es ziemlich groß ist und irgendwie hat die trotzdem nicht das Volumen gezaubert, was ich mir erhofft habe. Und deswegen, es liegt auch schon länger bei mir, riecht noch ganz okay, würde ich sagen, aber das kommt jetzt auch weg. Die war in meiner Vegan Beauty Basket drin, das kann man jetzt so gar nicht erkennen. Das ist von Benecos eine Mascara, eine vegane Mascara und ja, die duftet halt nicht mehr so gut. Das ist so ein Bürstchen. War jetzt auch nicht so der Burner für meine Wimpern. Es gibt auf jeden Fall bessere und die kommt jetzt auch weg. Aussortiert wird ein Nagellack und zwar Peel of Polish. Ist von der Firma Sensational wahrscheinlich. Ist das die Firma? Ja, das ist ein abziehbarer Nagellack. Da habe ich auch eine Review drüber gemacht. Verlinke ich euch oben oder unten in der Infobox. Ja, das ist ein Nagellack, den man aufträgt und wenn das getrocknet ist, wenn das getragen ist, kann man es einfach abziehen. So einfach ist es allerdings nicht. Das werdet ihr dann in meiner Review sehen. Ich brauche sie nicht und deswegen kommt sie weg. Nail Repair Microcell 2000 liegt länger bei mir, brauche ich nicht, weil ich im Moment künstliche Nägel habe, aber ich kann es auf jeden Fall weiterempfehlen. Und zwar ist es quasi ein Nagelhärter oder es repariert auch die Nägel, es macht sie widerstandsfähiger und man kann es als Kur auftragen oder als Unterlack und ich kann es auf jeden Fall weiterempfehlen. Würde ich mir auch nachkaufen, wenn ich keine künstlichen Nägel hätte. Von Catrice. Hardy Liquid Coverage Foundation. Mattifying. Also eine mattierende. Ein mattierendes Make-up. Mit einer Pipette hier oben. Das ist eigentlich ziemlich bekannt. Von Catrice. Es hat mir am Anfang sehr gefallen, das habe ich allerdings auch schon über ein Jahr. Allerdings hat sich meine Haut verändert, sie ist trockener geworden und ich finde diese Art, es gibt ja auch noch andere Versionen, aber diese hier ist
meiner Meinung nach für trockene Haut nicht geeignet. Und ja, ich fand die eigentlich sehr gut, hat sehr gut abgedeckt und ja, in die Fältchen kriechen, ja, weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube nicht so dolle, aber wer halt keine trockene Haut hat, für den würde ich sie empfehlen. Trockene Häutchen leider nicht. Die kommt weg. Das bringt nichts, dass sie bei mir noch herumliegt, und zwar von Boutique, die Fever Palette. Ich habe auch eine Review drüber gemacht, die ist total in die Hose gegangen, weil einfach die Farbabgabe nicht ausreichend war, fand ich, für den Preis auch. Es gibt auf jeden Fall bessere Paletten, und ja, entweder bekommen die meine Kinder zum Schminken oder die kommt ganz weg. Weg kommt dieses Puder. Ich habe es lange benutzt. Das ist, sieht auch so aus, dass ich es oft benutzt habe. Ja, es ist schon ewig lange Hitzepen und es wird und wird nicht leer. Aber ich habe benutze jetzt halt ein anderes Puder, und ja, ich möchte es nicht mehr benutzen, und das kommt jetzt auch weg. Das ist von, habe ich vergessen zu sagen, das ist von Clinique, glaube ich, oder? Everlasting Compact Foundation, von Clarins, genau. Was auch wegkommt, ist L'Oréal Paris aus der Reihe Age Perfect. Das ist Le Rouge Lumière 705, das ist die Farbe, und das ist... ja, das ist ein Lippenstift, der innen einen pflegenden Kern hat, aber wenn ich den auftrage, kommt die Farbe eigentlich nicht so richtig raus auf den Lippen. Es sieht so ein bisschen schmierig aus, finde ich, und duftet allerdings sehr, sehr schön, süßlich. Den Duft mag ich, mag es gerne, wenn Lippenstifte gut riechen, und ja, ich weiß nicht, also vielleicht kann man das so sehen, wenn man den Lippenstift auftragen möchte, dann irgendwie zerstört der innere Kern die ganze, das ganze regelmäßige Auftragen, und ja, es ist, trägt sich auch sehr schnell ab, und von daher kommt es weg. Von Love Perfect Tude. Perfectitude, genau. Das ist ein Color Correcting Stift. Das heißt, auf der einen Seite findet man die grüne Farbe und auf der anderen Seite eine eine Pfirsichfarbe. Das soll die Farben neutralisieren, je nachdem, was man korrigieren möchte. Ja, ich nutze es nicht mehr. Ich habe es auch ziemlich gut aufgebraucht, und deswegen kommt es jetzt weg. Von Rival de Loup gibt es jetzt nicht mehr. Das gibt es jetzt von Isana, und zwar The Perfect Turn Anti-Rötung Tagescreme. Es ist eine grüne Paste, und ich mag es, weil es dir einfach einen natürlichen Look zaubert. Das heißt, es ebnet das Gesicht mit einer natürlichen Farbe, es kaschiert kleine Rötungen, es ist jetzt nicht deckend, aber es sieht einfach wirklich natürlich aus, wenn man das aufträgt. Die grüne Paste verwandelt sich in ein, ja, in den Hautton, also ich finde, es passt sich schon sehr gut dem Hautton an, oder meinem hellen Hautton. Und allerdings hat mir eine Zuschauerin geschrieben, dass sie den Duft nicht so gerne mag. Der Duft ist halt sehr speziell. Das riecht nach Farbe oder nach, ich weiß nicht, nach Ton. Nach Ton, ist das Ton? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall riecht es halt, wie soll ich sagen, nicht jeder mag den Duft. Mir macht es nicht aus, weil dieser Duft auch nachher verfliegt. Das habe ich mir schon nachgekauft, allerdings dann von Isana. So sieht sie nämlich aus. Das ist die Rival de Loup, hat ja gewechselt zu Isana. Und ja, ich fand sie gut. Nutze sie sehr gerne, und die kommt jetzt weg, weil die leer ist. Und die andere wird dann jetzt aufgemacht. Schon lange in meiner Sammlung.
Essence The Beach House. Das ist eine Limited Edition gewesen. Und das ist ein, wie soll ich sagen, das ist eine Creme, die soll dir dann einen schönen sonnengebräunten Turn zaubern. Aber das ist wie gesagt schon lange in meiner Sammlung, kommt jetzt weg und war auch für meine für meinen Hautton einfach zu dunkel. Genau. Ja, das ist auch wirklich für sonnengebräunte Haut gedacht und ich kann leider nichts damit anfangen und deswegen kommt es. Oder letzt? Nee, ich habe noch eins. Und zwar Ebelin Pinselreiniger. Finde ich gut für zwischendurch, dass man, wenn man jetzt einen Augenlook schminkt und dann man hat halt zu wenig Blenderpinsel, dass man da vielleicht mal eben drauf sprüht auf den Pinsel, auf ein Taschentuch abwischt den Pinsel und ein bisschen trocknen lässt und dann kann man damit weiterarbeiten. Also für zwischendurch zur Pinselreinigung finde ich es sehr, sehr gut. Zu guter Letzt habe ich das hier bekommen, weil eine Kollegin das nicht mehr brauchte, beziehungsweise die Farbe passte nicht. Und ich habe gesagt, komm, schick's mir zu, wenn du das nicht mehr brauchst. Das ist von Unique, ein Lipstain. Das heißt also, es ist kein Lippenstift oder kein Liquid Lipstick, sondern das ist ein Lipstain. Das heißt, du zauberst Farbe in deine Lippen, aber die sind dann auch nicht mehr abwischbar. Also die sind wirklich sehr, sehr kussecht, muss ich sagen. Und halten wirklich sehr, sehr lange auf der Haut. Ich swatch das mal. und dann kann man vielleicht auch... Ja, die Farbe ist absolut nicht meins. Ich habe gedacht, vielleicht könnte ich was damit anfangen. Aber das werde ich auf jeden Fall weitergeben oder... Ich glaube eher weitergeben, wegschmeißen wäre zu schade. Hoppala. Alles gut. Und wenn ich das jetzt ein bisschen trocknen lasse, dann bleibt das auch auf der Haut. Also ich kann es mit Augen-Make-up entfernen, aber finde ich eigentlich eine gute Sache. Aber wie gesagt, die Farbe passt überhaupt nicht zu mir. Das ist ein orange-rot. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Wenn ja, dann lass mir noch einen Daumen nach oben. Abonniere diesen Kanal, wenn du keine Videos verpassen möchtest. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.